haben in Jedike Initiative lanciert für bezahlbares Wohnen. Die kommt am 18. Juni zur Abstimmung. Und da geht es darum, dass wir bis 2050 25% gemeinnützigen Wohnraum haben. Das würdest du jeder Bevölkerung empfehlen, da zu sagen? Ja, ja, ja und nochmal ja. Das ist eine grossartige Sache. Schau, der gemeinnützige Wohnbau hat 900 Jahre Tradition in der Schweiz. 900 Jahre haben wir den kollektiven Bodenbesitz. Und das ist das Gegenkonzept zum feudalen Bodenbesitz mit Grafschaften, Herzogtum, Fürstentum, wo die Leute müssen den Zehnten abgeben mussten. Und heute hat sich gar nicht so viel geändert, oder, wenn man hier umschaut. Oder? Das sind heute die modernen Landlords, die modernen Landvögte. Und wir geben heute den modernen Zehnten ab. Und darum das Gegenmodell vom gemeinsamen Bodenbesitz und das im Baurecht abgeben. Das ist total lukrativ und verschont Menschen davon, müssen in einem modernen Landvogt irgendwie die Rendite zu finanzieren. Da geht es. Ja, also ja, ja und nochmal ja. Genau.